Freut mich, dass Sie heute dabei sind bei mir in der Sendung. Einer der erfolgreichsten Comedians von unserem Land, mehrfach preisgekrönt, der Claudio Zuccalini. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Am Anfang die Frage, auf die du dich jetzt eine Woche lang vorbereitet hast. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Claudio Zuccalini, Bündner, jetzt seit 25 Jahren hier in Zürich. Dank dir. Das muss man einfach immer wieder sagen. Und ich tue gerne beobachten und mache aus dem meine Comedy-Programme. Und vor allem bin ich sehr glücklich, dass ich das machen kann, was ich eigentlich will. Cool. Ich finde das ein bisschen wenig einsichtig. Kannst du es ein bisschen präziser noch sagen? Noch ein bisschen was Spezielles? Bei welchem Teil? Okay, das machen Sie mal so. Der Stephen Colbert, einer der beliebtesten, bekanntesten amerikanischen Late-Night-Talker, hat vor kurzem am Bono von U2 ein paar Fragen gestellt. Ich habe die rausgeschrieben. Ja. Kann ich die stellen? Und aufgrund dieser Fragen kann man dich vielleicht besser dann, kennenlernen. Ja. Also, was ist das beste Sandwich? Ich habe Club-Sandwich wahnsinnig gerne. Und warum? Ja, weil es einfach auf der ganzen Welt eigentlich immer ähnlich ist. Mhm. Und darum kannst du es auch ein bisschen vergleichen. Was ist etwas, das du hast, das du solltest vortrühren? Zigaretten. Ja. Ja, immer wieder. Immer wieder. Ja, ich tue sie dann auch. Aber das ist etwas, was ich wirklich weg tue. Welches Tier macht dir am meisten Angst? Das ist noch eine Schlange. Schlange? Habe ich nicht gerne. Gibt es viele Schlangen im Bündnerland? Ja, es hätte ja, aber ich habe einfach, Schlange ist für mich nicht so greifbar. Nein. Okay. Hast du je jemanden um ein Autogramm gefragt? Ja, natürlich. Wer? Haufen. Wer? Ich habe sicher einmal vor Urzeiten Roger Federer um ein Autogramm gebeten. Ja, früher Bernhard Russi. Mhm. Ich bin extra mit meiner Mutter sind wir auf Chur, wo er sein erstes Buch von Karl Erb gemacht hat. Wo ich zum Bernhard Russi wollte, als kleiner Bub. Dort war glaube ich, mein erstes Autogramm. Mhm. Okay, und hast du eine Sammlung von denen? Ich habe letztens, so, meine Eltern sind umgezogen, wir haben das Haus ein bisschen geräumt und ich habe von Nena habe ich gefunden. Dann habe ich, es gibt schon ein paar rum. Aber ich bin auch stolz drauf. Klar, also gut. Was meinst du, was passiert, wenn man stirbt? Ich war lustigerweise gestern im Seelfeld das Krematorium anschauen. Und ja, das ist wirklich ein Zufall. Und wir hatten dort eine Führung und ich habe gedacht, also ich hoffe schon, dass es nicht einfach fertig ist. Du hoffst? Und was soll dann kommen? Ich weiß es. Ja, gut, es wäre jetzt einfach so, ich hoffe etwas Schönes. Schön. Ja. Im Flugzeug, wo sitzt du lieber? Am Fenster oder im Gang? Ich sitze immer am Gang und meistens frutsche dort, wo der Notausgang ist. Und dann musst du, und dann wirst du ja instruiert und in einen hohen Schiss, dass alle sterben, nur weil ich nicht im Stamm bin. Aber wieso am Gang? Weil ich muss viel auf das WC. Aha, schon? Ja. Wie alt bist du? 52. Warte, was noch kommt. Ja. Akutelli. Also gut, was ist dein Lieblingsgeruch? Mein Lieblingsgeruch ist, glaube ich, so, wenn es regnet im Sommer. Der nasse Teer. Okay. Und was ist der Geruch, den du am meisten hassest? Das sind alte Lümpen. Das ist so, wie immer im Restaurant, wenn er so lange zusammengedrückt ist und sich unter den Tisch putzen, das ist etwas, was ich unglaublich unangenehm finde. Also, das ist ja wirklich interessant. Das hat man wirklich mehr über dich kennengelernt, als wenn man da einfach so simpel die Frage stellt. Ich finde es aber lässig, so Fragen. Gell? Ja. Gut. Also, eben, du bist der Moderator war. Hast dann eben, bist Comedian geworden, hast eigene Nummern gemacht. Und das ist schon ein grosser Schritt. Sind das alles Sachen, die du aus dem Leben irgendetwas rausziehst? Ja, und das sind immer. Und da merkst du auch, dass das, wenn je näher du im Publikum bist, wo sie selber sich erkennen, dass das auch. Aber auch aus deinem Leben? Viele schon, natürlich zugespitzt. Klar. Oder eine lustige Geschichte, die ich etwas mal gehört habe und denke, es muss einfach so sein, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie es erlebt. Also gut, zum Beispiel das. Wenn ich dort versuche, nicht zu schlafen, dann liegt sie immer gegen mich und schnauft mir so ins Gesicht. So. Wie ein Heizöffel. Oder so die Duftspray auf den WCs, wenn ich reinkomme. Grauenhaft. Grauenhaft. Ich habe schon alles probiert. Ich habe Küsseburgen gebaut. Ich habe alles nicht genützt. Jetzt haben wir die Lösung gefunden. Jetzt erst vor kurzem. Wir haben gesagt, wir müssen einfach Bett ein bisschen auseinanderstellen. Das haben wir jetzt gemacht. Mies steht in Zürich, ihr seid eine Menge drin. Ja? Lachen, gute Pointe.
Und deine Frau, was sagt sie dazu? Ich sage halt immer, ich bin der, der das Geld heimbringen muss. Und da musst du gewisse Abstriche halt machen. Ja, wirklich? Ich bin wirklich aber ist ja darauf angesprochen worden? Es ist ja, so ist, aber kennst du das nicht? Das ist ja wirklich so etwas, wenn der eine dir so ins Gesicht das ist ein warmer Schlafduft, den ich unangenehm finde. Genau. Aber, hat sie das Gefühl, irgendwo gibt es noch Grenzen? Oder Privatsphäre? Ja, ja, es gibt schon. Aber es ist ja nichts. Das ist ja etwas, auch das ist etwas, was die Leute ja erleben und kennen von daheim. Also ich würde jetzt nie irgendwie... Wobei, ich bin wirklich also schmerzfrei geworden. Schmerzfrei? Ja, wo ich dann meiner Familie gegenüber mal denke, bei den Kindern konnte ich es allein machen, die haben das gar nicht gemerkt. Mittlerweile werden sie älter und jetzt sind sie letztens in einer Vorstellung gewesen. Und dann, ich rede ja immer ein bisschen über meine Kinder und das ist mir dann leicht auch ein bisschen unangenehm. Aber tust du denn die ein, dass zuerst mal vorführen, um eine Zustimmung überzukommen, dass du das machen darfst? Absolution quasi, ja. Wo sie sagen, nein, ich tue einen, nein, das mache ich nicht mehr. Meine Frau sieht es zuerst mal bei der Premiere. Aha. Die ersten Programme habe ich ihr nämlich noch vorgeführt, aber jetzt gehört sie es zuerst mal. Also viele Comedians machen ja frauenfindliche Sprüche und so. Der Mario Barth füllt ja ganze Olympiastadien mit dem und so. Aber du gehst auch in die Richtung, zum Beispiel da. 20 Jahre geheiratet, ist schon wahnsinnig, wenn man sich vorstellt. 20 Jahre, weißt du, im Strafvollzug. Bei lebenslänglich, bei guter Führung, bist du nach 15 Jahren draußen. Auf Bewährung in Dresden, genau umgekehrt, wenn du dort bewährst und gut aufführst, geht es immer länger innen raus. Und irgendeiner hat ja mal erfunden, bei der Hochzeit zu sagen, bis dass der Tod euch scheidet. Das war aber noch in einer Zeit, in der die Menschen durchschnittlich 55 Jahre alt geworden sind. Dann geht das schon. Heute wären es durchschnittlich 85 und ich finde 30 Jahre mehr, das merkst du. Das ist so. Du lachst selber beim Anschauen. Nein, ich muss einfach immer, es ist mir auch ein bisschen, ich bin ja peinlich berührt. Wieso? Ja, nein, einfach weil ich kenne sie und erzähle sie. Aber du lachst trotzdem. Ja, also schreibst du es, zweitens erlebst du es und drittens siehst du es jetzt ja noch im Fernsehen und findest es immer noch, weil dann muss es lustig sein. Du hast mehr darauf angesprochen, weil Frauen finden ja. Eigentlich ja nicht wirklich. Also das ist ja auch so etwas, wo ich immer erlebe. Ich habe ja glücklicherweise auch älteres Publikum, ja. Also weißt du, so wirklich 80-jähriges Bärli, das dort hockt und sie sitzen dann so und sie so schauen sich so an und ich denke, ah ja, wir haben auch sie erreicht. Aber gut, die Zeiten haben sich ja geändert. Es gibt gewisse Sachen. Kulturelle Aneignung ist zum Beispiel das Stichwort seit einiger Zeit. Man darf nicht Blackfacing machen, man sollte den Winnetou nicht spielen. Die Frage ist, darf man auch keine Frau spielen als Mann? Ich bin einfach dort der Ansicht ein bisschen, also das, darum heisst es ja Schauspielerei, wo man sagt, ich spiele eine Rolle. Es kommt darauf an, in welchem Kontext. Das ist ja immer Diskussion. Heute wird alles diskutiert. Eben, darum ich habe das Beispiel gefunden. Hast du? Oha, die Meier braucht eine saftige Idee. Ein klarer Fall für... die Margrit. Es ist ganz einfach. Erstens, das Säckli findest du im Päckli. Zweitens, das Fleisch, das Gemüse und die Gewürzmischung rein. Drittens, schütteln und ab in den Ofen. Sau gut, gell? Also sehr lustig. Aber kann man das heute noch machen? Ich glaube nicht, dass Nestle das auch noch dazu mal sehr mutig war natürlich und gesagt hat, wir machen das. Ich glaube, das würden wir heute nicht mehr machen. Würden wir heute nicht mehr. Wobei, ich finde es jetzt, also, ich meine, es ist jetzt auch etwa 12 Jahre her oder so. Hat sich geändert, also es engt sich ein. Ja. Du machst ja nichts über Politik, du machst nichts über Religion. Jetzt kannst du auch bald nichts mehr über Genderfragen machen. Es wird das immer schwieriger, oder? Ja, Genderfragen sind auch heikel. Aber man muss es natürlich in einer, wie soll ich es mit einem Augenzwinkern, kann man es schon ein bisschen. Man kann ja nicht auf die Bühne stehen und sagen, ich finde euch alle blöd und ich finde das ein Scheiß, sondern mit so ein bisschen Umweg findest du auch da den Zugang. Also jetzt müssen wir über dich als Person reden. Du hast ja gesagt, seit 25 Jahren bist du in Zürich, bist vom Bündnerland oben runtergekommen, bist zu uns gekommen, zu Tele24. Wir haben dort als ersten Sender so eine Promi-Sendung, People-Sendung, Inside hat die geheissen. Die Sendungen werden immer moderiert von schönen Blondinen, grossen Männern etc. Und ich habe dann gesagt, aber da ist einer rum, ich habe das Gefühl, der entspricht überhaupt nicht dem Bild für eine Promi-Sendung, aber ist einfach gut, oder? Ja, das ist dann vielleicht die andere Seite, wo man sagt, aber ich habe natürlich auch zuerst noch zwei schöne Leute vor mir lassen, bis ich dann drangekommen bin. Also das ist ja nicht von Anfang an klar gewesen, dass ich dann der Moderator bin, aber ich habe es wahnsinnig geliebt. Und als ich das Inside war ja dann etwa so ein People-Magazin, als ich auf Zürich gekommen bin, sind mir dann all die Partys und Zeugs. Ich habe das unglaublich toll gefunden. Eben, aber du hast ja eben mit dem Thema
Äußeres hast du auch natürlich Nummern gemacht im Buch, dass du klein bist etc. Ist das für dich auch heute noch ein Thema? Ja, es ist natürlich ein Kokettieren mit dem. Was mich einfach wirklich nervt, ist Übergewicht. Das ist so. Also es nervt mich einfach wahnsinnig. Das nervt, das bringst du einfach nicht weg? Ja, ich bin einfach zu wenig diszipliniert. Ja. Ich habe immer noch Freude am Leben und esse halt schon gerne. Aber was machst du denn dagegen? Ich versuche Sport zu machen, auf der einen Seite, aber ich bin nie ein Sprenzel gewesen, mein ganzes Leben nicht. Also schon als Junge bin ich immer, ich bin so ein bisschen optisch auch dick. Also weißt du, so, ich glaube, auch wenn ich 10 Kilo leichter wäre, würde man denken, er ist glaube recht rund. Gut, aber wenn man da ein Problem hat, warum macht man dann noch einen eigenen Schoki? Ah ja, stimmt. Und ich wollte sie mitbringen und ich habe sie vergessen. Ja. Das ist super. Aber ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv? Nein, einfacher ist es, die anderen auch dick zu machen, weil dann fällst du selber nicht so auf. Aber ich hätte sie so gerne. Ich muss sie das schicken. Ich verspreche dir, sie schicken es, weil sie sind unglaublich fein. Gut, also. Aber ich esse sie nicht selber immer. Nicht? Hm. Gut, also du musst als Moderator natürlich das Risiko gehen. Das grösste Risiko war natürlich, die grosse Manege zu gehen. Beim Zirkus Knie. Jetzt können wir... Wenn wir uns leider dem ein bisschen widmen. Und dazumal hat das riesige Schlagzeilen gegeben. Der Blick hat Folgendes geschrieben: Zirkus Knie hat ein Problem. Bei Zuccolini gibt es nichts zu lachen. Ja. Wie war das? Ja, das Schönste, wenn du siehst, deinen Blick aushang. Du hast das auch schon erlebt. Ja, ja. Und das aber nicht ist, zu dem. Nein, nicht zu dem. Aber Schawinski lässt sich scheiden. Ist auch nicht cool. Ich bin hier in den nächsten Kandelaber reingefahren. Es schießt dich einfach an. Es ist einfach nicht schön. Ja. Und was man auch immer vergisst, ist, es ist nicht nur für mich persönlich nicht schön, sondern das ganze Umfeld ist auch nicht schön. Oder? Ja. Es ist die Familie dahinter, es sind meine Eltern dahinter, die irgendwie immer... Und es ist ja einfach, zu sagen, du bist ist schlecht, das ist schlecht. Und selber etwas machen ist dann immer. Wir machen immer ein Risiko. Du machst auch ein Risiko, oder du gehst führen, du stehst her und die Leute, die dann am Schreiben sind, hinten, die realisieren das gar nicht, dass wir täglich ein Risiko eingehen. Und zum Teil geht es halt nicht auf. Eben, es ist ja noch schlimmer geworden, weil dann, wenn die Geschichte läuft, und die ist ja gelaufen im Blick, auf und ab, ist folgende Schlagzeile gekommen: Freddy Knie Junior über Claudio Zuccolini. Ich war zu gutmütig. Ja, genau. Hä, wie ist das gewesen, wenn der Chef einem so in den Rücken fällt? Ich glaube, dann ist es nicht mehr so. Der Anfang ist schlimm gewesen. Aber ich bin in so einer Phase gewesen, wirklich innerlich bin ich tot gewesen. Ehrlich? Effektiv. Also, weil das hat mir so wahnsinnig alles hat mich das extrem beschäftigt. Und, aber hast du gleich müssen rausgehen? Ja, ja. Und hast du unter anderem diese Nummern müssen machen? Hast du denn die alten Bilder? Ja, sicher. Wir sind da total dokumentiert. Ja, dein Hund sehen. Aber die Leute haben dich doch nicht gesehen mit dem Hund. Die haben doch gute Sprüche. Das war vielleicht für mich auch der grosse Fehler, den ich gemacht habe, dass ich mich total beeindruckt lassen von dem Zirkus. Mhm. Weil auch alle gesagt haben, du musst Zirkus und die Leute. Darum habe ich versucht, etwas zu machen, wo ich am Ende musste sagen, das bin ich nicht. Ich habe es ja dann auch umgestellt. Aber hast du das Gefühl, da hole ich mich nicht so schnell? Es geht auch lang. Ja? Effektiv. Weil aber was hast du denn gemacht? Du hast gesagt, ich bin innerlich tot gewesen. Ja, ich habe müssen. Es ist wirklich so, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe dann irgendwann gesagt, komm, es ist alles egal. Und ich bin... Nachher, ich habe aber gewusst, ich muss den Vertrag auch erfüllen, auch finanziell. Ich meine, ich kann ja nicht einfach raus und sagen, du, ist jetzt gut, das ganze Jahr, so gut geht es mir dann schon nicht, dass ich einfach aussteigen kann. Das habe ich auch nicht wollen. Und es hat mich viel gelernt. Und es ist schon einige Zeit auch nachher gegangen, weil das ist ja immer das Gleiche. Die Leute haben dann so Berührungsängste, wo sie dann sagen, ja, aber nicht, den haben wir gelesen. Der ist nicht gut, der ist nicht lustig. Und das hat schon Zeit gebraucht. Aber was hast du denn gelernt aus dieser ganzen Geschichte? Ich habe gelernt, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, wenn ich rausgehe und einmal sollte jemand nicht lachen und sagen, wissen Sie was? Ich habe auch schon so Zeiten erlebt. Das hat mich stark gemacht. Auf jeden Fall. Aber es ist eine Erfahrung. Aber wie lange ist es gegangen? Nachher, ein Jahr sicher. Ein Jahr. Weil nach einem Jahr hast du etwas gemacht, was dann Comedians machen. Mhm. Sie machen dann sich lustig über sich selber. Ja, das ist immer. Und dann hast du folgende Nummer. Ganz einfach war die Zeit auch nicht gewesen. Es hat eine harte Zeit im Zirkus. Ja, das muss ich noch lustig Geschichte erzählen. Ich habe mir das Leben nehmen zu. Wir einen Aufhänger im Wohnwagen, bin in einem Kabel dort gestanden und haben mir überlegt, reicht das Plastikdach wirklich 85 Kilo?
bisschen Mitleid holen bei den Leuten mit dem. Ja, und es ist ja das, was die Leute denken, musst du ja ansprechen. Es ist relevant im Raum. Du kannst ja nicht einfach der gleiche tun. Und danach gesagt, Gott sei Dank hat er sich jetzt doch nicht aufgehängt. Vielleicht, ja. Vielleicht, hoffentlich. Aber das ist auch da noch. Das ist ja das Programm gerade nach dem Zirkus ziemlich schnell gewesen. Ja. Und dann ist dann das nächste Programm gekommen, ist dann der Warum gewesen. Und jetzt sind wir schon bei Darum. Also da sind wir schon drei Programme weiter. Und jetzt im Moment ist es ja super. Aber ich weiss natürlich auch aus der Erfahrung, es ist nicht immer super und man darf das auch nicht überschätzen. Bist du denn noch je wieder mal im Zirkus gegangen? Nein, ich bin ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Und letztens war ich im Monti, da hatte ich einen Auftritt. Und dann hat mir der Herr Mundwiler gesagt, komm doch mal vorbei. Dann habe ich gesagt, das tut mir zu fest. Und in Knie bist du nie mehr gegangen? Ich bin ganz kurz auf Aberglaub noch mal mit der Tochter gewesen, aber nachher habe ich gesagt, nein. Und du wirst auch nie mehr gehen? Ich werde nicht mehr gehen. Du wirst nicht und nicht einfach aus Ding, weil die machen ein tolles Zeug und das ist ein riesen Erfolg. Aber für mich, der Duft von Sägemehl und Popcorn und das ganze Ding, das hat viel schlechte Erinnerungen. Zu schlecht. Aber etwas anderes kannst du nicht ablegen. Also das mit den Zirkusfantasien ist weg. Aber etwas anderes ist geblieben, Folgendes. Wenn Sie mich rausnehmen als Bündner hier in Zürich, dann kann ich mich ganz dumm stellen. Das ist unser Vorteil. Ich kann sagen, ich habe nicht gewusst. Also sind Bündner, ja, wir können das nicht bei uns kommen, oder Migros-Last ins Dorf. Ja gut, gehen Sie hinterher. Wir haben so einen Vorteil, als Bündner kannst du in Zürich rückwärts mit der Bündnernummer im Auto rückwärts im Hauptbahnhof über Gleis reinfahren. Wenn Sie die Nummer sehen, sagen Sie, ah, ein Bündner, ja, ist schon gut. He? Wissen Sie, wer zum Viertel Bündner? Ja, alle wollen Bündner sein. Ich bin zum Viertel Bündner, da frage ich mich, wer sind denn die anderen drei gewesen, die noch dabei waren? Ja, sicher, die Bündner sind total beliebt. Es gibt Leute, die suchen krampfhaft irgendwo in ihrem Stammbaum, ob sie irgendwo weit draußen noch verwandt sind mit einem Murmeltierli. Das merkst du auch an den Namen an. Bündner nehmen im Unterland völlig in, oder? Dann heissen sie so der Laurin Andrin Eckenberger, Seraina Madeleine Hofstetter. Ja, wenn du in Zürich irgendwo auf einem Kinderspielplatz bist, hast du etwa mal das Gefühl, du seist in einem Schellenursli-Buch. Also, ich muss jetzt sagen, ich bin auch Bündner. Ich weiss, du so wie dein Vater hat in Chur gelebt. Er hat, ist dort geboren, ist in die Schule gegangen. Eben, zum Lehrer Zinsli, am Kopf der Lugmaniergasse. Und das ist, und das ist also, halt schon. Aber mir, ich habe den Benefit, den du überkommst als Bündner, komme ich natürlich nicht über. Ich habe zwar eine Zahnlücke wie du, oder hast du eine wie ich. Hast du nicht eine Ferienwohnung? Du hast eine Ferienwohnung. Ich habe eine mal eine. Ich habe mal eine. Und hast du nie also, eine Bündnernummer bemüht? Nein, aber mein Vater hat an der Zürichnummer neben dem Bündnerwappen an. Eben, das ist es. Oder? Also, das ist aber wieso sind die Bündner so beliebt? Ich glaube, es sind einfach sehr viele schöne Erinnerungen. So wie ich der Zirkus keine schöne Erinnerung habe, haben viele Leute eine schöne Erinnerung an den Zirkus, aber auch an Bergen, der Skilehrer. Der, es ist auch aber gut, wir gehen auch irgendwo ins Berner Oberland. Ja, das hat natürlich ein bisschen darauf an, wo du in der Schweiz lebst. Ja. Ich glaube, es hat viele, die dann auch dort orientiert sind und das auch schön finden. Aber ich glaube, Graubünden ist schon einzigartig. Das ist ja grossartig. Aber wieso sind denn wir Zürcher nicht beliebt im Bündnerland? Ich glaube, das ist so ein bisschen Hassliebe. Also auf der einen Seite weiss man, man weiss natürlich, dass sie Kohle bringen. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, weißt du, Zürich, hey, ins Wegen, hey, bis Zürich. Das ist und ich glaube, das ist etwas, wo der Bündner ist halt eher über das Gemüt. Er redet auch nur das Nötigste, in der Regel. Und darum mal uns, kap uns. Subventionen, sie holen alle die Subventionen ab, also da der Lieberman, 10 Millionen, nein, alles. Also gut, dann sind weitere Erfolgsprogramme gekommen, muss man sagen, hast auch Preise geholt, Prix Valo etc. Und das ist dann grossartig gegangen und eben, du bist jetzt sehr erfolgreich. Welche sind eigentlich im deutschsprachigen Raum die Comedians, die du am meisten schätzt? Also ich bin natürlich aufgewachsen wie alle. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, sagt gleich. Also zuerst war Klibi und Caroline, nachher war der Emil Parallel, der Peach Weber, Marco Riem, also nachher Marco Cello. Und dann im deutschen Raum, wir hatten natürlich, den kennst du auch bestens, wir hatten Harald Schmidt, hat früher auch Comedy-Programm gemacht, habe ich grossartig gefunden. Und eigentlich, also, zuerst mal richtig gelacht ist beim Otto. Warum beim Otto? Ja, ich bin dort 13, ich weiss noch genau, wo wir waren, auf einer Schulreise. Und dann ist der Walkman aufgekommen, weißt du? Und dann sind wir alle so auf der Schule, heute ist es ja wieder so, mit den Kopfhörern. Und wir haben Otto gehört und ich habe das einfach wahnsinnig lustig gefunden. Und Peach Weber ist einfach die Schweizer Version vom Otto? Ja, also der Peach auch. Viele Leute sagen, hey, der Peach, du kannst dich einen Peach nicht entzücken. Wenn du reinhockst, bist du nach zwei, drei Minuten, du kannst dich wehren. Er hat
so lustige Sachen. Er ist immer noch gut. Und von den heutigen, die jetzt, die sind zum Teil natürlich auch heute noch, Otto ist noch da, also ja, nicht, dass wir die abschreiben, auch nicht der Peach. Aber von den heutigen, wen findest du noch gut? Ich finde Dieter Mohr zum Beispiel gut, sprachlich gefällt mir. Dann hat's, die Schweiz? In der Schweiz? Gut, ich finde Hazel halt lässig. Ja. Ich finde Hazel sensationell. Ja. Weil sie einfach halt auch so von der Ding her, ich finde, ja, es gibt so viele. Ich will jetzt niemand da speziell ausheben. Du hast also einen uns noch gesagt, darum haben wir ein Viertel reinnehmen können. Aber es ist offenbar nicht so blöd. Wer ist es? Der Joachim Rittmann. Genau! Natürlich! Wo ich finde, völlig weg vom. Also, man sieht, er ist nicht so präsent, aber ich finde ihn auf der Bühne großartig. Ja. Wenn er den Brauchli macht, weißt, wenn er die Ostschweizer macht mit der Brille. Ich finde, Rittmeier finde ich schon. Aber der macht es eher intellektuelles. Gaber ist ein geht, das Gegenteil von es dem. Geht. Ich glaube, er hat so einfach die Etikette. Ich finde, er hat so lustige Sachen, die ich. Find, eigentlich wäre er für das breite Publikum auch geeignet. Nicht eben, mit allem. Aber er ist ein bisschen elitär. Er ist halt einfach in dieser Clique wirklich Clique-Kunst. Ja. Und Hazel ist jetzt ein bisschen weg seit längerer Zeit. Sie ist ein bisschen Mutter gewesen. Sie hat, oder ist immer noch Mutter. Und sie hat, glaube einfach zu viel gemacht. Mit Podcasts, mit Zeugsachen. Und hat sich, glaube jetzt ein bisschen zurückgezogen. Gut, wir haben ja Corona hinter uns. Alle haben gejammert, alle Künstler und so. Wie hast du das überlebt? Ich habe natürlich auf der einen Seite auch Hilfe gekriegt, auf der anderen Seite... Wie viel? Das würde jetzt nicht so... Es ist sicher nach viel, viel Kriterien weniger gewesen. Gibt man? Viel weniger gewesen, als was ich hatte. Wir hatten einen Ausfall und ich finde es völlig legitim. Was waren die Einfälle gewesen? Ja, die sind sehr hoch. Hä? Ich bin gerade mit einem neuen Programm gestartet, habe gut verkauft, kein Billett, alles, und das war ein Jahr lang Ruhe. Und wie hast du das? Hast du dort ein bisschen Assistenzängste bekommen? Ja, wirklich? Ja. Also ich meine, du freust dich drauf, jetzt geht es los und am Schluss ist einfach fertig. Ich meine, wir haben ja dann nicht grosse... Von was willst du leben? Eben, also hast du aber gut überlebt? Ich habe es überlebt. Ich konnte natürlich noch mit dem Nick Hartmann im Fernsehen machen. Ah ja, genau. Eine Sendung, die aber nicht so ein Hammer war. Ich habe mal reingeschaut, ich hatte das Gefühl, wann fängt sie endlich an? Aber das war nur der Vorspann. Nein, der ist einfach 30 Minuten gegangen. Das ist jetzt nur so ein bisschen anwärmen und so. Aber ist da nie etwas passiert, richtig? Wir haben sehr viel positive Reaktionen. Ja, ist gut. Mas Singer haben wir noch gehabt. Ah ja, bist du auch noch gewesen? Bin ich auch gewesen. Grossen Erfolg, man hätte ich nicht gesehen. Ja, nein, das ist natürlich so genau das. Es ist eigentlich blöd für dir. Gut. Aber jetzt hast du vor kurzem noch mal Corona gehabt. Ja. Bist du dann jetzt boostert noch mal, oder? Ja, jetzt bin ich einfach mal genesen für ein paar Monate. Eben, aber bevor du das jetzt überkommst, hast du dich zweimal boostern lassen. Ja, also kann ich, ich weiß nicht, wie viele Mal. Ich bin ja schon positiv, ich glaube, in den letzten zwei Jahren. Aber wie hart hat es dich getroffen? Nicht hart. Ich hatte Schnuppen, ein Halsweh, eine Verkältung. Gut. Das mal. Aber warum hast du nie etwas über Corona gemacht? Kann man da nichts Lustiges finden? Ja, ich mache also, ich habe am Programm ein bisschen Sachen, aber indirekt. Dass ich sage dann, dass ich so lange verschoben habe, meine Vorstellungen weg der Corona, dass mittlerweile schon die Erben der Billette da sind. Also, weißt, so über Jahre hinweg. Und einfach so ein bisschen rundum. Aber jetzt nicht. Ich meine, jetzt kommt ja jeder auf die Idee. Das ist ja die erste. Aber eben, ich habe das Gefühl, die aktuellen Ideen gehen dir aus. Zum Beispiel, wenn du über das redest. Mir regt der Tesla eben Uhren auf. Nicht, weil er Elektro ist. Es gibt von verschiedenen Marken wirklich tolle Elektrowagen. Mir regt der Tesla so auf, weil er so einen arroganten Gesichtsausdruck hat. Haben Sie mal das Gesicht ausgeschaut von so einem Tesla? Hat die Überheblichkeit so. Ja, bei uns hat nie jemand geraucht und niemand getrunken. Reg mich schon auf. Tesla ist der, der sagt, tut mir leid, wir haben kein Fernsehen daheim, wir spielen Cello, Gigen und Klavier. Wow. So wie die Leute, die mit dem Baschkorb auf den Markt gehen und frische Sachen posten, weißt, die schauen auch immer so und darf ich fragen, ist das Bio? Ah ja, ich sehe, es hat Schimmel drauf, dann ist es Bio. Gehen Sie mir doch ein bisschen. Wow. Tesla war der, der früher in der Schule gesagt hat, ich habe im Fall nichts gelernt und eine schlechte Prüfung geschrieben. Was hat er gemacht? Ein Sechser hat er gemacht. Ich habe auch nichts gelernt und eine schlechte Prüfung gemacht, aber ich habe einen Zweier gemacht und das ist Charakter. Ja, das ist ehrlich. Aber
Du hast einen Tesla. Ich bin einer der ersten 20 in der Schweiz. Weil bei Trendsetter auch, darf ich sagen, auch in diesem Bereich, nicht nur in anderen Sachen. Ja. Und du, was fährst du für ein Auto? Ich fahre einen Mercedes-Benz. Wow. Aber immer am Benziner. Und das hat nichts mit dem zu tun, wegen dem Elektro. Du hast vorher gesagt, du bist nicht mehr so, da gehen die Ideen aus. Nein. Das ist hochaktuell. Nein, weil Tesla war das meistverkaufte Auto. Das letzte Jahr der Tesla 3. Fast immer noch. Ja, sicher, logisch. Jetzt sind wechseln. Jetzt ist auf was? Ja, jetzt, ist bisschen, jetzt sind es viele Leute. Ja, am Anfang haben sich alle grüßt. Tesla-Fahrer haben sie gesehen. Oder immer, wenn gefahren ist und so. Und mittlerweile kannst du nicht mehr. Oder es gibt so viele. Du willst nicht von denen grüßt werden, die jetzt in Tesla sind. Ich weiss nicht. Also, gut, also, ja, eigentlich müsste ich wieder weitergehen. Trendsetzer in einem neuen Gebiet. Mir scheisst es immer an, wenn ich der Erste bin, so, und nachher kommen ein Haufen andere, dann scheisst es mir immer ein bisschen. Aber andererseits hat man das Gefühl, offenbar ist es nicht so falsch gewesen. Und vor allem in Sachen Energie, bist denn du da bewusst? Nein, ich habe, das Problem bei mir ist, wir sind in einer Siedlung und wir sind jetzt im Umbau auf Elektro. Ja. Und wenn das passiert ist, weil du kannst ja nicht einfach jeden eine Zapfsäule machen, aber er alles zusammen. Und das haben wir zuerst müssen regeln. Gut. Mein nächstes Auto wird Elektro sein. Okay. Und die Heiden, jetzt Strom sparen, ja, mit deiner Familie reden? Ich bin jetzt im Fall wirklich mit einer. Wir haben ja so einen Lüfter in der Wäschküche, damit es trocken wird. Ja. Ich habe meine Frau nonstop laufen lassen. Und ich habe einfach gesagt, das geht nicht mehr. Ja, wir abstellen. Licht ablöschen. Ich sage allen, Licht ablöschen. Ich gehe durch das Haus durch am Morgen. Es lassen sie einfach alle laufen. Das Licht ablöschen. Und du, das bringt jetzt nicht rein? Nein, es ist auch schwierig. Ja, bis jetzt war es auch so, gewesen, dass man einfach... Aber man hat ja am Anfang so, da, wie wenn wir da wirklich vor der grössten so. Stromausfall sind und so. Und jetzt heißt, wir haben schon ein bisschen... Das ist immer besser. Ja, aber tendenziell, dass man da bewusster ist, bist du auch dieser Meinung? Ja, absolut. Also, aber das muss ja, vielleicht ist es nicht schlecht gewesen, dass man sich da ein bisschen plötzlich bewusst wird, was es heisst, wenn es so weit ist. Und darum hat vielleicht schon ein bisschen Umdenken stattgefunden. Aber die Leute sind ja, weißt, das ist ja das Gleiche, was Kai sagt, jetzt ist fertig mit Masken und ab morgen ist gut. Dann sind ja die Leute wieder komisch. Wenn du noch eine Maske angehst in der Migros, dann haben alle die schon komisch angeschaut. Die Leute sind von heute auf morgen wieder komplett. Also, außer den Häsel hast du jetzt eigentlich alles nur Männer genannt, oder? Wir sind jetzt in einer Zeit, wo Gleichstellung... Oh, Schweig, das sind die Häsel. Ah, ja, genau, wo Gleichstellung... Ellen DeGeneres, Amerikanerin. Ja, aber sie hat auch wahnsinnig schöne Programme gemacht. Ja, ja, klar. Es gibt aber kommt erst jetzt... Silverman. Ja, ja, ist schon gut. Silverman. Ja, ja, ist gut. Nein, ich wollte nur sagen, kommt dann irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, Quote muss so sein, dass man da so einen älteren, weißen Mann... Ja. Auch wenn ein Bündner ist, nicht mehr so wie. Ich glaube, am Schluss ist doch wie mit allem gleich. Ich meine, du bist auch noch da. Am Schluss setzt sich auch Qualität durch. Gut. Am Schluss vom gut. Tag. Oder? Und auf das hoffst du? Ich glaube nicht. Setzt sich eben nicht durch. Das sondern wenn... Ja, nein. Ja, also meine Sendung gibt es am Schweizer Fernsehen nicht mehr. Das ist doch eine bessere ersetzt worden. Du findest auch immer neue Art, wie ich auch. Wir können irgendwo finden sie uns wieder. Und sie sagen, den finde ich aber gleich gut. Okay. Also, jetzt gibt es ja dann eine neue Comedy-Sendung am Schweizer Fernsehen. Mhm. Will der Deville zurücktreten? Ja. Ja. Will ich nicht machen. Eben, also es gibt drei Projekte, die da laufen. Ja. Die hat man nicht angefragt. Ich bin immer im Gespräch, ich habe auch Rosen moderiert, ich habe da das im Frühling zwei Sendungen auf dem SRF moderiert. Das finde ich super, so Sachen, die ich andere Künstler kann präsentieren kann. Aber also Late Night in dem Sinne hätte ich vor 20 Jahren das Geilste gefunden. Ja. Aber jetzt... Aber ist es nicht auch viel anstrengender? Du kannst ja deine Programme 100 Mal spielen, immer das Gleiche. Brutal. Und dann müsstest du jede Woche neue Ideen haben. Da bist du mit dem Kopf voll absorbiert. Und mich würde es töten, wirklich. Ich werde die ganze Nacht am Studieren und würde morgen um 5 Uhr aufstehen und denken, das könnte noch Pointe sein. Mit den Voraussetzungen, glaube ich, die wir in der Schweiz könnten Late Night machen, ist es einfach fast nicht. Wann würdest du denn nehmen? Ich weiss zufälligerweise, wer in dieser Auswahl ist. Wann würdest du denn nehmen? Von denen, die da rum sind. Wo das könnte machen? Wo das sollten machen oder eben von denen, die irgendwie Pilotsendungen da in Auftrag gegeben hat. Schon schwierig. Ja? Also wer sicher, wer es gut macht, auch ist der Büssi, denke ich. Aha, okay. Der Büssi wäre sicher einer, der so als Ding macht es sehr gut. Von den anderen, ich weiß im Fall im Moment. Comedy-Männer? Ja, jetzt, ich würde einfach der Büssi finden, solche Sachen könnte er, glaube ich. Sagen nichts. Sagst du nicht? Beunter, ja, ich weiss es. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Claudio Zuccolini, so eine erfreuliche Figur. Wirklich grossartig. Nein, immer. Also ich bin wirklich
begeistert von dir, dass es so weit gebracht hat. Und wirst immer besser, das muss ich auch noch sagen. Die Familie findet es auch gut, was läuft bei dir. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja. Und gleichfalls, und ich freue mich jedes Mal bei dir auf Besuch sein. Wunderbar. Danke. Soweit Claudio Zuccolini. Danke für die Aufmerksamkeit bei dieser Sendung. Sie gibt es wieder heute in einer Woche. Wir freuen uns, wenn Sie dann dabei wären. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie optimistisch.